here we go mit dem ganz neuen Mercedes-Benz E-Sprinter. Das ist die elektrische Zwischenstufe, wenn man so will. Er hat nochmal ein ordentliches Update gekriegt. Wir haben hier den Kastenwagen Standard mit 81 kWh Batterie von drei möglichen Batterien. Jetzt gibt es 56, 81 und 113 kWh Kapazität. Man hat also deutlich höhere Reichweiten. Das Fahrzeug ist weitgehend vollständig ausgestattet, hat alle Fahrerassistenz an Bord, die man so braucht. Und den neuen E-Sprinter nehmen wir jetzt mal genauer unter die Lupe. So, der neue E-Sprinter ist im Prinzip ein kleiner Paradigmenwechsel, denn der Antrieb sitzt jetzt nicht mehr vorn, sondern ist gewandert nach hinten an die Hinterachse. Das hat verschiedene Vorteile, unter anderem natürlich die Traktion, aber dadurch ist der Sprinter auch wieder sozusagen ein richtiger Sprinter und man kann sehr viel mehr Varianten anbieten. Vorher gab es nur einen Standardkastenwagen, der speziell auf die Cap-Branche zielte. Jetzt gibt es diverse Kastenwagen bis 14 Kubikmeter Volumen und es gibt Fahrgestellvarianten und alle Varianten eigentlich inklusive Doppelkabine und Pritschenfahrzeuge und alles auch hier elektrisch. Insofern geht der neue Sprinter einen deutlichen und einen großen Schritt. Erstmals gibt es auch die Option einer Anhängekupplung, die sehr wichtig ist. All das sind Sachen, die eine breitere Kundschaft ansprechen sollen. Auch in Sachen Ladetechnik gibt es Fortschritte zu verzeichnen. Wir haben jetzt einen modularen Akku-Setup mit drei verschiedenen Akkus, sprich drei verschiedenen Reichweiten. Vorher eine Schwäche des Sprinter, jetzt haben wir 56, 81 und 113 kWh. Die werden geladen nach wie vor und sehr praktisch hier unter dem Stern in der Front. Besonders praktisch, wenn man schnell laden will. Auch hier gibt es Fortschritte zu verzeichnen. Der Schnelllader geht jetzt nicht mehr nur bis 80 kW, sondern optional bis 115 kW. Das heißt, wir haben die Standardladung von 10-80% absolviert in 28 Minuten beim kleinen Akku und 42 Minuten beim ganz großen Akku. Damit kann man quasi also auch Mittel- oder Langstrecken bewältigen. Der Sprinter erweitert also auch hier im wahrsten Sinn des Wortes deutlich seinen Radius, zumal man integriert ist in das übliche Ladenetzwerk und auch das Schnellladenetzwerk von IONITY und das eigene von Mercedes hier integriert ist. Der neue Sprinter, jetzt also auch mit deutlich mehr Ladekapazität und Möglichkeiten. Wie gesagt, beim Kastenwagen geht es jetzt bis 14 Kubikmeter. Wir haben hier die Standardvariante mit 11,5 Kubikmetern Volumen. Das ist das Übliche, was man auch vom Diesel gewohnt ist. Generell war das Ziel der Entwickler, Dieselparität zu erreichen. Beim Ladevolumen ist das auch gelungen. Bei der Nutzlast naturgemäß nicht ganz, denn mit der Größe der Akkus, mit dem Wachstum der Akkus schrumpfte umgekehrt auch die Nutzlast des Fahrzeugs. Bei der 81 kWh Variante hier haben wir auf der Waage noch 700 Kilo Nutzlast ermittelt. Und das ist in Ordnung und das teilt er natürlich mit allen elektrischen Transportern ein bisschen dieses Schicksal. Und ist auch nicht zu vermeiden, wenn man quasi eine größere Reichweite haben will, die durch den größeren Akku bedingt ist. Es sei denn, man bietet deutlich mehr Effizienz. Und das ist der wunde Punkt am neuen Sprinter. Nutzlast schrumpft mit den Akkugrößen. Die war vorher schon nicht besonders gut, aber die Effizienz könnte noch deutlich besser sein. Wir haben also hier keine wirklichen Fortschritte zu verzeichnen. Auf unserer standardisierten Testrunde bei guten und warmen Bedingungen, also Idealfall für Elektrotransporter, haben wir laut Bordcomputer 27 kWh pro 100 Kilometer gemessen. Und inklusive Ladeverlusten an unserer Haussäule, wir verwenden hier immer die gleiche Säule, um gleiche Bedingungen darzustellen, waren es dann 32,3. Der Verbrauch kann auf der Autobahn, wo natürlich das Hochdach hier zu Buche ins Kontor schlägt, schon auch mal und bei Regen und Gegenwind auf 44 kWh pro 100 Kilometer steigen, sodass sich das mit der höheren Reichweite relativiert und man im Prinzip diesen Nachteil weiter mit sich befördern muss,
bis es vielleicht mal eine rein elektrische Plattform ab etwa 2026 geben soll. Auch von Heckseits der Sprinter, wie er leibt und lebt, so wie wir ihn kennen und schätzen, sehr, sehr solide verarbeitet, hier mit den Handläufen und einer zusätzlichen Stufe auch leicht zu entern. Man hat im Interieur also keine Nachteile gegenüber dem Diesel, stabile Zurrösen, hier einen tollen, soliden Holzausbau mit drin, Seitenwände verkleidet, das alles atmet, also die Mercedes-typische Gediegenheit. Hier Unterflur ist dann quasi das interessante Novum. Hier ist nämlich der Motor jetzt ans Heck gewandert. Der Elektromotor, eine Synchronmaschine mit 100 oder 150 kW und immer 400 Newtonmeter. Wir müssen sagen, schon die 100 kW Variante reicht völlig. Hier hat man wirklich einen flotten Motor, einen flotten Antrieb und eine sehr, sehr gute Traktion dargestellt. Zugleich mit einem wahnsinnig leisen Lauf. Den Motor hört man kaum noch. Es ist wirklich ein ganz großer Fortschritt gegenüber dem Diesel und ein fantastisch zu fahrendes Auto mit einem hohen Komfort. Die Motorhaube ist jetzt nur noch dem Namen nach eine Motorhaube, denn unter selbiger verbirgt sich kein Motor mehr. Wir haben also hier nur noch die Nebenaggregate, Steuerelektronik des Fahrzeugs, die aber den Raum auch ganz gut ausfüllt und man füllt hier natürlich nach Wischwasser und die Betriebsflüssigkeiten. Der Antrieb, wie gesagt, nach hinten gewandert und das ist alles, was es hier sozusagen zu sehen gibt. Auch im Interieur haben wir das gewohnte Bild. Sehr, sehr solide Machart für einen Transporter, sehr ansehnlich gestaltet, sehr praktisch. Es gibt gute Ablagen. Man findet auch für sein Smartphone jetzt genügend Ladeplätze. Hier vorne sind USB-Anschlüsse aller Arten. Es gibt neuerdings, wir starten das Ganze mal in Serie, das MBUX-System. Das ist das neueste Infotainment mit Sprachassistenz. Optional jetzt eben auch mit E-Routenplaner, der einem dann auch die Ladestopps vorgibt und anzeigt, mit einer Echtzeitnavigation, einer dynamischen, die auch sehr, sehr flüssig läuft. Da kann man also nicht meckern. Wie immer sehr, sehr gute Sitze, geräumige Kabine, gediegene und gute Verarbeitung und vor allem ein sehr, sehr gut ablesbares zentrales Instrumentencluster mit einem mittigen Digital-Display, einem Bordcomputer, der alle Infos liefert. Hier kann man also nicht meckern. Multifunktionslenkrad aus dem PKW-Baukasten, schön griffig, gut zu bedienen. Die Paddel für die Rekuperation hat man hier integriert. Der praktischste Modus ist aber tatsächlich der sogenannte D-Auto-Modus, bei dem das Fahrzeug dann die Navigationsdaten und die Sensordaten nutzt, um die Rekuperation, das heißt die Verzögerungsleistung, an die Verkehrsbedingungen anzupassen. Sehr, sehr praktisch. Man fährt hier wirklich sehr komfortabel im Lieferdienst. Das Einzige, was fehlt, ist ein richtiges One-Pedal-Driving. Das heißt, das Fahrzeug kriecht los und würde dann auch nur mit dem Gaspedal stimuliert anhalten. Das gibt es hier nicht. Das heißt, man muss rechtzeitig wieder auf die Bremse drücken. Wie Sie hören, hören Sie nichts. Keyless Start ist jetzt hier auch selbstverständlich. Das heißt, ich brauche keinen Schlüssel mehr drehen. Tatsächlich ist das Fahrzeug auch sehr leise. Ich habe unterhalb des Start-Stop-Knopfs die Möglichkeit, den Drive-Mode zu verstellen, wobei der Eco-Modus schon sehr flott ist. Dann gibt es noch Maximum Range und den Power-Modus. Maximum Range minimiert dann nochmal die Motorleistung und die Wärme- und Klimaleistung. Ist aber eigentlich nicht notwendig. Wir haben uns im Eco-Modus am wohlsten gefühlt und mit dem fahren wir jetzt auch mal los. Die Reichweitenanzeige im Display zeigt immer eine Spanne an. Die liegt jetzt hier bei voll geladen mit 100% bei 283 bis 315 Kilometer. Und das lässt sich mit ein bisschen Mühe auch erreichen. Und bei nicht so schlechten Witterungsbedingungen kommt man damit auch ganz gut klar.
Wir haben jetzt hier verbaut LFP-Akkus neuerdings, Lithium-Eisenphosphat-Batterien, die ohne Nickel und Kobalt auskommen, also recht umweltfreundlich sind, die auch ideal für Nutzfahrzeuge sind, weil sie als sehr robust und langlebig gelten. Insofern gibt Mercedes auch eine Garantie von 8 Jahren auf den Akku, 160.000 Kilometer, die sich bis auf 300.000 Kilometer verlängern lassen. Also große Sorgen um den Akku muss man sich als Mercedes E-Sprinter-Kunde hier nicht mehr machen. Und das stiftet also alles sehr großes Vertrauen in dieses Fahrzeug. Mit der Rekuperation kann man hier quasi variieren. Per Lenkradpaddel ist dann etwas strammer, wenn man quasi nur vom Gas geht. Oder man kann einfach segeln. Oder man kann den D-Auto-Modus nutzen, der dann wie gesagt auch die äußeren Umstände berücksichtigt und eigentlich sowas wie ein vorausschauendes Fahren realisiert in einem Elektrofahrzeug. Sehr clever gemacht. Mittlerweile integriert neben dem MBUX ist auch Serie eine Wärmepumpe, was sehr gut ist, um das Thermomanagement zu verbessern. Kann der E-Sprinter auch gut brauchen, um die Effizienz zu optimieren. Wir haben das komplette Fahrerassistenzpaket, das ist auch noch mal verbessert worden. Es gibt jetzt eine aktive Spurassistenz, die tatsächlich auch ins Lenkrad eingreift. Die funktioniert sehr gut dosiert, wie man es von Mercedes gewohnt ist. Auch der Abstandstempomat mit Stop-and-Go-Funktion, sehr, sehr komfortabel im Stadtverkehr zum Beispiel, wo man tatsächlich eigentlich nur noch das Gas antippen muss, dann fährt das Fahrzeug wieder an und orientiert sich an dem vorausfahrenden Verkehr. Dieses ganze Package passt sehr gut. Es gibt auch einen Abbiegeassistenten und einen Notbremsassistenten, der auch Fahrradfahrer oder Fußgänger erkennt. Ein Kreuzungsassistenten, der kreuzende Fahrzeuge erkennt und dann nötigenfalls auch eine Bremsung einlegt. Das ist also jetzt State of the Art, was Mercedes hier auffährt, auch an Fahrerassistenz. Und wie man es hört, ein exzellent gedämmtes Fahrzeug. Es geht sehr, sehr leise zu. Und das gilt übrigens auch für Autobahnbetrieb und Autobahntempo. Bei höherem Tempo, Windgeräusche sind sehr leise, Abrollgeräusche sind sehr leise. Und man steigt hier einfach nach einem Arbeitstag sehr, sehr entspannt aus. Zu den Preisen noch kurz. Auch hier hat man dran gearbeitet, weil natürlich daran alles hängt. Auch die ganze Amortisation, die TCO. Es geht jetzt hier los beim Sprinter Basismodell, Kurz- und Flachdach bei 39.000. Der Standardkastenwagen hier mit Hochdach liegt so um die 48.000, 49.000 mit 81 kWh Akku. Das heißt, auch hier hat der Hersteller nachgelegt und bietet jetzt ein Paket, das sich tatsächlich auch rechnen kann. Sehr, sehr komfortabel. Das Fahren nur mit dem Gaspedal. Allerdings muss man, wenn man stehen bleiben will, rechtzeitig auf die Bremse steigen. Man fährt hier kriechend an, kann das eigentlich auch sehr gut dosieren und kommt hier sehr, sehr komfortabel an sein Ziel. Selbstverständlich sind für den Sprinter auch eine Rückfahrkamera mit hochauflösendem Display. Es gibt optional, es ist jetzt hier nicht verbaut, einen digitalen Innenspiegel, der sozusagen eine geschlossene Heckflügeltür und geschlossene Trennwand erlaubt und trotzdem hat man den vollen Blick nach hinten.